Wir ja, dann, kommen. Berichtet, berichtet. Kommt, lasst uns in die Lounge sitzen. Ich lasse einige Getränke bereiten und dann erzählt ihr mir, was, wohin ihr wollt. Nach Altair tatsächlich. Ich würde wahrscheinlich schon vorgehen, ohne dass mir die Richtung gezeigt hat. Intuitiv. Ja, und dann merke ich dann mein das Mobiliar. Das Mobiliar ist neu, aber steht genauso, wie es damals stand. Und lass ihm den Vortritt dann halt. Ich möchte im Übrigen darauf achten, dass Kapok nicht irgendwie im Hintergrund gekascht wird. Nun, ich hörte von Drachen in Altair. Ist dem denn wirklich so? Ja, das ist im Nebel der Zeit verborgen, sag ich mal so. Aber ich hörte davon. Auf der Rückreise, ja. Da ist tatsächlich einiges vor ein paar Jahren schiefgegangen. Und Altair brannte, sagt man, nicht wahr? Erzählt. Jetzt bin ich neugierig als Zwerg. Feuer und Drachen. Ist halt doch nicht unhöflich. Nun, wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr Geschichten erzählt. Tag ein, Tag aus sitze ich hier auf meiner Plantage, schaue in die Sterne und da kommt ihr daher. Ich würde ganz gerne eure Geschichten hören. Alle. Aber sehr gerne. Wir erzählen liebend gerne unsere Geschichten. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Deshalb überlasse ich vielleicht meinem lieben Begleiter. Und ich deute einmal auf Jalan. Oh, er hat die besten Geschichten zu erzählen. Er ist. Ihr seht mir nicht aus, als hättet ihr einen Doktortitel. Ich oder meint ihr Jalan? Ja, euer weißhäutiger Freund. Oh, ich bin nur ein einfacher Priester. Ich hatte angenommen, ihr seid der Tutore. Nein. Historiker, sagtet ihr. Er ist ein einfacher Priester, der uns begleitet. Warum habt ihr keine Sinterakoluten oder so etwas dabei? Manchmal. Die Zeiten sind hart und die Diener der Schlange werden rar. Manchmal sieht mir aus wie Abenteurer, wie Herumtreiber. Ich muss doch sehr bitten, wir sind ehrbare. Wir sind jedenfalls keine Herumtreiber. Ich bin ein ehrbarer Zwerg. Sei es drum, das macht die Geschichten nur besser. Ja, in der Tat. Kennt ihr schon die Geschichte von der Erfindung der Armbrust? Abelmir, du siehst, er sitzt wohl auf einem einzelnen, also so eine kleine Lounge. Und hinter ihm kannst du ohne Zweifel erkennen, das ist das Gemälde, was ihr auch in Janka gesehen hattet. Nur, dass es leer ist. Also die gleichen Orte. Aber es gibt keine Person darauf, kein Djinn, keine zu Opfernden. Niemand, der sich ein Terillion Tetraeder irgendwie bedient. Ja, ich würde, also wenn sich der Graf mit Boltax oder Jalan unterhält, würde ich mal aufstehen und unauffällig, mehr weniger unauffällig zu den Gemälden gehen und gucken, wer der Zeichner oder der Maler. Also er sitzt direkt vor diesem Gemälde. Achso. Interessantes Gemälde hat einer eurer Vorfahren gemalt? Wie kommt er darauf? Nun, das ist tatsächlich Stil, ziemlich spannend. Dieser Stil und dieser Werfe, diese Farbgebung, sie kommt bekannt vor. Ich kann es bloß nicht einordnen. Ist es nein, das ist kein bosporanischer Stil. Vielleicht, Priester-Kaiserzeit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich finde dieses Gemälde jetzt nicht besonders spannend. Es lenkt irgendwie doch vom Interieur dieses Zimmers ab. Ich weiß nicht, was ihr daran findet, mein guter Freund. Könnte man Menschenkenntnisprobe würfeln? Komm, Schaden kann's nicht. Warte, habe ich das nicht gesteigert? Sekunde. Ich habe es nicht gesteigert. Ups. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass Sulamin weniger Punkte hat als Abelmir. Aber, ja, ich werfe einfach mal dagegen. Abelmir und Sulamin, ihr könnt die Abneigung jetzt erkennen und er glaubt nicht mehr daran, dass ihr nur auf der Durchreise seid oder er nimmt euch nichts ab, was ihr sagt. Es geht um das Bild und das weiß er. Hat der Mann eigentlich Bedienstete im Haus? Also viele Mohaha-Sklaven. Keine Utulus, sondern Mohahas. Die stehen so ein bisschen hier mal da mit Livree und irgendwie mit einem silbernen Tablett oder sowas. Hier am Eingang, da am Eingang. Und du weißt halt nicht, wie viele da noch stehen, aber du hast jetzt 3 oder 4 gesehen. Ja, aber keine Hausgardisten oder so? Nicht offensichtlich. Ich erhebe mich aus meinem Stuhl. Nun, würdet ihr mich wohl entschuldigen? Ich muss wohl nach der langen Reise ein wenig Druck abbauen, ihr versteht?
Er schaut damit einmal zu Abelmir. Doch, ich habe etwas dagegen. Bleibt doch bitte und setzt euch. Und die Armbrust. Es begab sich ja so, dass Ambrodasch gedacht hatte, gegen die Drachen müsse man ersinnen, ein Werk, das von Stärke und Einfallsreichtum nur einem Zwergen gereichen konnte. Er hört nicht zu, er schätzt euch gerade alle ab. Und Ich möchte gerne versuchen, sein Misstrauen zu zerstreuen. Und unterbreche Boltax. Ach, Boltax, langweilt ihn doch nicht mit seinen ollen Kamellen. Er hatte nach Neuigkeiten gefragt und immerhin kommen wir gerade aus Al-Anfa. Oh ja, ihr habt ja vollkommen recht. Na, es tut mir leid, dass ich euch mit so etwas langweile. Vielleicht kennt ihr die Geschichte der Armbrust ja schon. Ja, also ich würde versuchen, ihn mit Neuigkeiten aus Al-Anfa einzulullen, die für uns unproblematisch sind. Also ich erzähle ihm von den Aufständen der Fahners und dass die Todesechse spektakulär in der Arena besiegt wurde. Und naja, versuche so zu tun, als hätte ich keine Ahnung von irgendwas. Ja, wenn die beiden am Reden sind, möchte ich hinter meinem Rücken... Überredenprobe plus 5, weil er eine deutliche Abneigung mittlerweile gegen euch hat. Gleicht sich das mit meiner Schönheit und meiner schönen Stimme aus? Da gebe ich dir nochmal eine minus 3, ja. Das ist eine minus 5. Das heißt, es müsste plus minus 0 rausgehen. Ich hatte nur das herausragende Aussehen, aber die Stimme kommt ja auch noch dazu. Entschuldigung, Jalan, jetzt darfst du. Ich möchte hinter meinem Rücken einfach Rafim, der vermutlich uns beobachtet, auf Attack das Signal geben. Achtung, Ärger. Ich wollte nicht, dass es jetzt irgendwie untergeht, wenn gleich der Typ was tut. Ja, denjenigen mit der mit dem eisernen Willen steht mittlerweile auch der erste Schweißtropfen auf der Stirn. Es ist echt anstrengend, sich dann doch so zu konzentrieren. Weil wir auf den eisernen Willen die ganze Sache noch erschwert, ist schon klar. Ja, das hatte ich eben vergessen. Da gehen, glaube ich, dann nochmal 3 weg. Ist das richtig? Genau. Gut, das heißt, dann wäre ich bei 14 Punkten. Das ist überreden. Er würfelt eine Selbstbeherrschung natürlich dagegen. Und nickt wieder. Zumindest hat er jetzt Jalan wieder aus den Augen verloren und konzentriert sich auf dich. Die Abneigung ist trotzdem noch da. Ja, der Valianan, was tut ihr? Wenn er mich aus den Augen verloren hat, entferne ich mich erstmal aus seinem immediären Aufmerksamkeitsbereich. Wo wollt ihr hin? Ja, hier rüber. Ich dachte mir, ich sehe mir zusammen mit meinem Kameraden dieses Bild an. Ja, gut, wie gesagt, verzeiht mir, ich mag es nicht, wenn fremde Leute in meinem Etablissement alleine rumlaufen. Ich dachte, ihr wolltet jetzt tatsächlich euch einmal entleeren. Und wie gesagt, ihr habt ja eure Missbilligung dieses Plans deutlich gemacht. Gut, ich möchte allerdings meine Kameraden dazu anhalten, das Gespräch eher kürzer zu fassen. Aber dabei wollte ich doch noch erzählen, was den Ulfarz passiert ist. Ich stelle mich dann neben Abelmir und tue so, als würde ich mir das Bild anschauen. Aber mir ist eine Schwierigkeit. Nun, den Ulfarz ist nämlich Folgendes passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es war nur noch eine Vertreterin des Hauses Ulfarz da und die ist bei den Krawallen in der Arena zu Tode gekommen. Und jetzt ist es wohl so, dass durch einen... Lasst doch eure Frau erzählen. Sie hat eine viel hübschere Stimme als eure Rausreibweisen. Oh, es tut mir leid. Vielleicht sollte ich... ein bisschen Honig auf meine Stimme schmieren. Ha, wie wäre das denn? Er legt einfach nur seinen Finger an an den Mund. Und? Wirkt das? Also er wirkt kein Silenzium oder so. Nein, okay. Macht er nicht. Okay. Also einfach nur, wenn das Brot spricht, schweigen die Krümel, so nach dem Motto. Ja, dann fährt Sulamin fort. Ja, eine schreckliche Sache. Die alte Dame war wohl wohltätig, sehr aktiv und nun dann von den Leuten, um die sie sich immer so hinreißend gekümmert hat, auf der Straße niedergeknüppelt zu werden, wirklich ganz schrecklich. Nein, sag bloß, das Haus Ulfert ohne Erben, nein. Ja, und also, nun natürlich konnte man die Sache nicht einfach so auf sich beruhen lassen, aber also die Methode, die sie gewählt haben, um einen Nachfolger zu bestimmen, also ich weiß nicht. Sie haben das Los entscheiden lassen und ja, natürlich, es ist Fex gefällig, aber nun ja, jetzt scheinen sie irgendwelche... Was tun die anderen dabei? Osti, ist er gegenwärtig entspannt, während er mit Sulamin redet? Oder ist er angespannt? Ist er nicht. Nein, du wirst nicht den Typen zum Gravieren. Er ist nicht entspannt. Okay, schade. Ich würde Jalan steht direkt hinter mir signalisieren, wie viele Wachen auf Attack in Fingersprache.
Ich glaube nicht, dass es gut ist. Warte, sind wir noch im Sichtbereich des Magiergrafen? Da stehen wir irgendwie hinter ihm. Nee, also er sitzt immer noch auf dieser Loge. So, und direkt hinter ihm ist das Bild angebracht und ihr steht so ein bisschen halbwertig neben der Loge und er unterhält sich zwar so mit Sulamin, aber also er könnte euch halt angucken. Na, dann flüstere ich hier leise aus dem Mundwinkel. Keine, die ich sehen kann. Waren draußen vor der Tür welche? Ja, auf der Veranda hattest du irgendwie zwei Leute gesehen mit Avalon und Palestrinas und Peitschen. Kleinigkeiten. Zwei draußen vor der Tür, der Rest muss im Dorf sein. Wir könnten ihn jetzt sofort packen. Wie viele Wachen sind hier? Gegenwärtig zwei, drei Mohaha. Also nicht Krieger, aber... Ich habe gerade geantwortet mit keiner, die ich sehen kann. Hatten wir eine, könnten wir schätzen, wie viele Wachen insgesamt hier es gibt auf diesem Lampen? Ja, 30 oder 40, 40 hatte ich da. 30, 40 Leute. Wow. Nein, kommen wir klar? Nein, kommen wir nicht, wir haben keine Rüstung. Kommen wir nicht! Ja, ich wollte es gerade sagen, denkt dran, dass wir nicht gerüstet sind. Nun, da ihr, nun ja, die Reise war anstrengend, vielleicht könnten wir uns morgen früh. Nun, selbstverständlich ein guter Vorschlag. Eine gute Geschichte bis dahin, Ulfahrt, dafür müsst ihr mir gerne morgen mehr erzählen. Oder wolltet ihr direkt morgen weiter? Wollt ihr euch den Sternenturm dann morgen ansehen? Genau, das war... Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Wir können unsere Weiterreise sicherlich auf den Mittag verschieben, aber dann müssen wir wahrhaftig los. Seht ihr, mein Freund, ich habe euch doch gesagt, dass es neobarisch ist. Ja, das war ja meine hauptsächliche Intention, hierher zu kommen. Wisst ihr, selbst die sieben Gezeichneten damals, als sie noch nicht alle vollständig waren, haben hier übernachtet und mich kennengelernt. Ich sprach mit dem Auge. Euch persönlich? Ja, ja. Der Magiergrafen von Edas. Bitte? Wie alt sieht er aus? Fragezeichen. Alterslos. Also gut, Mitte 30, ja? Du weißt, du hast absolut keine Ahnung. Du hast wirklich keine Ahnung. Nun, ich muss sagen, ihr habt euch erstaunlich gut vor euer Alter gehalten. Es muss schließlich mittlerweile 20 Jahre her sein. Lass mich kurz überlegen. Nein. Das kann sein, dass meine Kalender nun nicht täglich gut funktionieren, aber das weniger als 12 Jahre. Interessant. Habt ihr auch Galotta gesehen? Nein. Das ist doch ein verbotener Mann. Nun, lasst mich euch, ihr habt das übrigens noch gar nicht erfahren, versichern, dass er mittlerweile sein... Und er würfelt über Redner gehen. Dass er mittlerweile sein Ende gefunden hat. Bring ihn das irgendwie ein bisschen aus der Bahn, dass man ihn vielleicht besser lesen kann? Ja, 1919, er hat sowieso 1919 gewürfelt und er wirkt überrascht. Ja, er kennt Galotta und er wirkt überrascht und davon müsst ihr mir mehr erzählen, am besten vor dem Schlafen gehen. Galotta existiert nicht mehr. Wenn ihr wollt, ich habe es in Garald erfahren, ja, vor dem Abendessen vielleicht, oder währenddessen hier? Nun, doch jetzt gleich gerne, er klatscht einmal in die Hand. Apu, bring doch etwas Leichtes für die Herren und Damen. Und vielleicht ein paar Zigarren, ich meine, ihr habt das ja schon angeboten. Ja, selbstverständlich, einige Zigarren, da berichte ich mir noch gerne von dem Ableben von Galotta. Ja, ich berichte ihm dann aus dritter Person natürlich, also als wäre ich in Garald am Boden gewesen. Sagen und Legenden. Sagen und Legenden. Ist das ein Wissenstalent? Ja, oder? Wissenstalent. Lass mich nur schauen, dass ich so lange nicht gewürfelt ist. Ich meine, hättest du halt die Wahrheit erzählt, wäre es halt keine Probe, aber so. Klar, aber ich will ihm die Wahrheit nicht erzählen, denn dass wir seinen Freund umgebracht haben, ist vielleicht nicht das. Oh! Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie das vom Boden ausgesehen haben soll. Das ist das Problem. Er ist weiter misstrauisch. Mittlerweile habt ihr eine 7er Schwernis. Oh. Und habt ihr schon gehört, nicht nur Galotta ist zu Tode gekommen. Man erzählt sich, dass im Mittelreich auch noch viele andere der ehemaligen Verbündeten von diesem finsteren Magier, wie hieß er noch, den die Gezeichneten gestürzt haben. Ihr könnt mal eine Magiekundeprobe würfeln. Ich will nicht. Wer? Alle? Ja, alle. So, Jalan, Rafim, Abemir. Meine ist um 3 erschwert, aber ich habe es ja trotzdem geschafft. Ja, auch bei 0 Punkten.
Abelmir, das reicht. Und Boltax, das reicht auch. Er wirkt gerade einen Oder im Arcanum-Sichtbereich und modifiziert alle Zaubergesten weg. Und betrachtet euch dann. Ich bin ja so glücklich magisch. Ja, ich bin magisch. Aber also bei mir wird das dann eventuell auch sehen, weil ich keine verhüllte Aura habe und nichts dagegen machen kann. Ja, ich will gar nichts. Abelmir, du hast eine schwarze Robe, der Magier. Also, mir ist verhüllte Aura, ich will gar nichts bei dir. Nee, aber du hast eine schwarze Robe an, oder nicht? Ja, ich glaube nicht, dass Abelmir ein Robenmensch ist, oder? Er hat die Lederrüstung an, hat er vorhin gesagt. Also, ja, so Applikationen oder sowas dran. Ja, ich gehe davon aus, er kann mich als Magier erkennen. Klar. Er wird auf jeden Fall meinen Wiegler kennen. Und den Stab. Klar. Ja. Also ich weiß nicht, ob er für die Probe die MR überwinden muss, aber ich gehe mal nicht davon aus. Nee, also muss er nicht. Bei mir sieht er also sowohl, dass ich magisch bin, als auch, dass mein Schlangenring, den sieht er ja wahrscheinlich nicht, dass ich den offen trage. Aber mein Stab und mein Magierleib sind magisch. Ja, sicher genau. Wird auch Abelsmirs Endurium-Armschiene seine Aufmerksamkeit aufnehmen. Stimmt, auch gut, ja. Er betrachtet euch zumindest und klatscht dann wieder in die Hände. Apu, sag doch den anderen bitte, sie mögen etwas ganz Besonderes kreieren für unsere werten Gäste. Warte. Und zwar reicht ihnen doch Flussaalmagen. Man kann die Mägen aus Flussaalen entnehmen. Ganz, ganz ohne Geste und Formel. Ich bin beeindruckt. Grafim, eure Füchsisch. Ja, hey, ich gehe auch Füchsisch. Eure. Eure starke Haut. Mit der 20. Warte, jetzt muss ich gucken, wie hoch ich es habe. Habe ich es gesteigert? Ja, also, habe ich. Also du weißt gerade nicht, was er da meinte, irgendein Code, aber er hat wohl gerade mit denen kommuniziert. Oh, mit der 20! Wow, also ihr habt bemerkt, dass er jetzt irgendwie mit denen kommuniziert und ihnen jetzt irgendwie verdeckte Befehle gibt. Ihr wisst nicht was, aber... Ja, ich spreche... Ich bin kein Vollidiot. Ich würde aber mir zuflüstern jetzt, oder nie? Ich spreche ihn direkt an währenddessen. Habe ich ja auch schon gemacht. Nun, ohne Geste und ohne Worte, ich bin beeindruckt. Eure starke Aura, die ich vorhin schon wahrgenommen habe, ist richtig, wirklich... Richtig. Und ich muss euch auch loben. Übrigens, ihr, ich weiß zwar nicht, wie ihr heißt, aber Imperavi tötet deine Freunde. Affin. Ja. Er schafft, er hat 15 Punkte übrig, denn er MR ist 17. Wusste er nicht. Ja. Er ja, guckt dich an. In dem Moment blitze ich ihn. Ziehe ich meine Waffe. Ja. Bevor wen zu verletzen jetzt. Nein. Wir schlafgiften den. Das ist mir... Das weiß ich nicht, dass du das Initiative. Initiative. Ihr könnt euch jetzt hier nicht absprechen nach dem Motto, wir schlafgiften. Was ist denn mit euch? Nein, das geht tatsächlich nicht. Das geht tatsächlich nicht, aber es ist egal. Denn Daru kennt keine Art von Meta-Kommentar. Er hat eine Initiative von 13. Oh, das könnte selbst ich schneller sein. Das ist halt diese typische Magier-Initiative. Also, er hat in Kampfrunde 0, ohne dass ihr irgendwas machen könntet, Imperavi tötet deine Freunde gegen Rafim gewirkt. Kampfrunde 1. Mhm. Er ist dran. Er ist erstmal nicht verwirrt, weil Rafim zieht seine Waffe. Ich würde vorziehen. Ja, same. Und dann bin ich mit 2. Also Zulamin ist der erste. Zulamin darf vorziehen. Warte, möchte sie vorziehen? Sie hat nichts gesagt. Ja. Was hat er denn vor? Er ist verwirrt. Er macht diese Kampfrunde nichts. Also es sieht so aus, als ob Rafim seine Waffe zieht. Das sieht er und er ist erstmal zufrieden. Gut, dann. Also ich möchte vor ihm handeln, aber ich lasse Rafim gerne den Vortritt. Wahrscheinlich wird er zweimal parieren. Ja, Rafim zieht seine Waffe. Und möchte natürlich vor Rafim ziehen. Das ist es. Ja. Mehr schaffe ich die Runde nicht. Ich ziehe mein Kurzschwert und steche einmal auf ihn ein. Hast du schnell ziehen? Ich habe natürlich. Ich ziehe seit Monaten schnell, ich habe schnell ziehen. Okay, gut. Also er hat Magierstab sonst und würde. Also er kann zweimal parieren. Ja, gut, dann geben wir ihm schön eine Viererfinte mit. Das sieht gut aus. Vierer Finte, 11. Muss er diesen Stab erst nehmen? Liegt der da rum? Den hat er in der Hand. So Larifari hat er in der Hand. Schafft er nicht. Schafft er nicht, okay. Dann er macht noch eine schnelle freie Aktion. Töte deine Freunde. So schnell. Es war halt kein Zauber, aber er wiederholt den Befehl nochmal. Möchte. Sind 7 Punkte Schaden? Ja, er hat eine Rüstung von 1.
Er darf eine, ja, das ist wichtig, er darf eine Konstitutionsprobe ablegen. Ja, ist ja schwer. Ja, um 6 oder 8. Okay, das schaffe ich nicht. Das beides nicht. Also er hat wahrscheinlich eine Konzi von 13 oder sowas. Dann fällt dann ein 7 Stunden down in Tiefschlaf. Ich möchte mir jetzt zwar nicht zum Rafim zu brüllen. Nein, 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 wir brauchen den noch. Vielleicht. Ja, meine zweite Aktion ist, meine Waffe zu ziehen, weil ich habe das ja schon angesagt. Ja. Das werde ich vollenden. Und dann hoffe ich einfach mal, dass Rafim nicht vertraut. Ich habe meine Magiekunde nicht geschafft. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Zauber war. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass Rafim uns jetzt anfallen wird. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Die kennen den Imperator ja. Boah, nee. Du hast keine Magiekunde. Also, der Befehl kam. Und er ist ja, deshalb, aber ich weiß ja nicht, was ein Imperator ist. Ich habe noch nie einen gesehen. Ja. Ich würfel gerne, keine Ahnung, noch eine Magiekunde für dich. Nee, aber gut, okay. Das ist legitim. Ich sag die ganze Zeit, dass ich immer das keine ist, Ahnung von Magie habe. Nein, das ist wirklich legitim. Du weißt halt nicht, dass es funktioniert hat, oder du weißt halt auch nicht, was der Imperavi ist, weil er noch nie gegen dich gesprochen wurde. Gut. Was tun die anderen? Ja, da er ja vor meinen Augen in Ohnmacht fällt und ich vorziehen wollte, brauche ich jetzt natürlich nicht mehr zu blitzen. Vermutlich halte ich ihn diese Runde irgendwie im Arm, damit er nicht hinschlägt oder so, oder pass auf, dass er wirklich einschläft. Es geht ja halt nicht sofort. Ja gut, also das Ding ist halt, sehe ich, wie er schon zusammensackt oder sehe ich ihn noch? Ja, also ist auf jeden Fall wieder ein Schwert rein. Ich auf jeden Fall die Jahre ein Schwert rein versenkt und ihn parkt. Okay. Also der ist glaube ich, raus, das kann man sehen. Ja, gut, okay. Dann blitze ich ihn nicht, dann. Gut, wollen die anderen noch irgendwas tun? Sonst ich ist die Kampfrunde auch wieder vorbei. Ja. Säbel ziehen und auf den Testlauf stehen, auf jeden Fall. In meiner Runde. Mhm. Ich lasse mir von Tekala meine Abalone geben und will die auf die Tür richten. Ja, wird die gereicht. Muss die noch irgendwie fertig machen? Nö. Also ich würde die dauerhaft geladen haben, da wir ja mit Schießpulver spielen, hat das auch keinen Unterschied. Macht das auch keinen Unterschied. Könnte das feucht geworden sein? Ja, okay, das könnte sein. Gib mal eine Hauswirtschaftsprobe. Feucht geworden ist. Hauswirtschaftsprobe für das Feuchtwerden. War Wissen, ne? Oder Handwerk? Handwerk. Ich hoffe, du hast das. Siehst du, Daro generiert schon Hauswirtschaftsproben für dich. Du solltest stolz auf ihn sein. Moment, ich möchte doch noch etwas machen. Da ist eine Straße. Ja, und leider auch kein Glück. Dann ist es feucht geworden, weiß ich aber nicht. Ja. Irgendwer wollte noch was anderes machen. Ja, Zudamin. Ja. Nee, Bortax kann schon. Ich wollte nur fragen, ob es möglich wäre, die Tür von innen zu schließen. Da ist jetzt kein Riegel, das ist auch kein Schloss, das braucht er einfach nicht. Kannst halt irgendwas davor vorstellen. Ich bin nicht so kräftig, das werde ich mir nicht zutrauen. Also ich ziehe einfach nur meine Waffen. Voltags. Wichtige Frage, hat er Haare? Vermutlich ja, oder? Er hat Haare, ja. Ja gut, dann schneide ich ihm ein großes Büschel Haare ab. Gut. Die Tür springt auf und zwei Leute mit Peitschen dicken euch an. Diamantis klickt einmal und ein lautes Scheiße. Ja, genau das. Gut. Neue Kampfrunde? Ja, quasi neue Kampfrunde. Ich würfel gerade mal Initiative für. Ich führe die einfach halt Piraten abschauen. Und zwar mache ich einfach mal Peitschenangriff. Zunamin steht neben der Tür und Diamantis möchte auch gepeitscht werden. Zweimal Peitsche. Ist das noch irgendwie erschwert? Nee, ne? Nein. Es ist halt zwangsweise DK, S oder P oder so. Also wenn das eine neue Kampfrunde ist, dann würde ich natürlich vorziehen. Ja, kannst du natürlich machen. Auf welcher Linie sind die denn dran? Ich hatte gerade eine 2 gewürfelt, das heißt, die werden bald 18 sein. Okay. Gut, ja, die können mit der Peitsche ja nicht parieren, das heißt, du Wuchtschlag 8? Ja, können halt ausweichen, ne? Also das. Ja, aber ausweichen ist nicht so gut, also vielleicht schaffe ich trotzdem. Ja, klar. Du stehst halt auch auf der richtigen Distanzklasse für dich mit deiner Ini. Ja, ich mache einfach mal spielerisch die Ausweichenprobe. 16, nein. Okay, das waren. Moment, wie viel Schaden? Schaden müssen wir erst würfeln. Okay. Das sind 13 plus 8. 21. Was aus? Dann fällt ja quasi auch. Ich würfel trotzdem mal die Selbstbeherrschungsprobe. Nein, fällt hin und ist kampfunfähig. Okay, dann gleich auf den nächsten. Okay, gut, dann kannst du vorziehen und dann gleich den nächsten. So viel Ini hat sie ja. Das ist ekelhaft.
Okay, das ist die BHK-Aktion, deswegen um 4 nur eine 4er-Ansage. Richtig, genau, Wuchtschlag 4. Das wird jetzt komisch angezeigt, schauen wir mal, was rauskommt. Notfalls mache ich es nochmal. 11, nee, passt, ist gelungen. Er macht wieder eine Ausweichenprobe. 7, das wäre gelungen. Mhm. Kannst nochmal, oder? Er hat noch eine Aktion. Dann noch. Die kann er sogar vor ihm durchbringen. Ist, glaube ich, sinnvoll. Ja, auch rein. Er hat nichts mehr. Okay. Er hat einmal gepeitscht und einmal ausgewichen. Oh, könnte er noch frei ausweichen, aber was mache ich nicht. Ja, Schaden. 5. Das war ein Wuchtschlag 8 wieder, ne? Ja, 20. 20. Ah, er bleibt stehen. Dann die nächste. Warte, ja. Trefferzone. Du willst doch nur wieder den Kopf. Nein. Ach, okay, schade. Dann zwei Runden. Wer ist der Nächste? Ich möchte vorziehen. Nee, ich habe nicht vorgezogen. Ich möchte vorziehen. Raffi, und zwar möchte ich ihn einschüchtern. Ich möchte ihn einschüchtern, dass er die Schnauze hält. Mhm. Ja, lass ihn. Überreden. Und einziges Wort würde ich dich totpeitschen. Dann möchte ich einschüchtern würfeln. Ja. Würfel Selbstbeherrschung. Bro, nur 9 Punkte. Das könnte er schaffen. Addieren addieren wir ihm zumindest mal irgendeine Erschwernis für die Wunden auf, oder? Für die Wunden? 2 Wunden, ne? Bei 20 Schaden. Es wird vermutlich so 2 sein bei 20 Schaden. Oh. Hast du auch einen Schicksalspunkt auf ihm? Nee, ne? Nein. Ich habe dir für wichtige Dinge ausgegeben. Für den Hund. Ja. Sagen Sie, wenn wir annehmen, dass die Erschwernis genau so hoch ist. Es ist eine Gruppenprobe, die Rafim gerade würfelt. Also, ich will für einen von. Ich will, dass ihr die 18 mit einem Chip B macht. Irgendwie. Ich habe keinen Chip, sorry. Ja, ich bin in der Schusslinie, also mein Chip. Ja, los. Ich würde ihn dir ansonsten sofort geben. Die 18 von Rafim. Charisma 11, ne? Da kannst du halt richtig viel rausholen. 2 Punkte nur. Ja, gut, soll reichen. Er steht da und hat irgendwie die Peitsche erhoben in der Hand. Er weiß noch nicht genau, ob er peitschen soll, aber du siehst, wie sich so ein kleiner Fleck an seiner Hose bildet. Die anderen durchziehen? Ich möchte mir dessen meine Waffe wegstecken und mir den betäubten Magergrafen über die Schulter schlingen und den anderen währenddessen zurufen: Rafim, schneid uns hier raus! Abel, mir, lass dir was einfallen! Wir müssen weg! Und dann, es gibt nur den anderen Ausgang, oder? Ja, das ist eine Villa, du weißt es noch nicht genau sehen. Es gibt auch ein paar rechte Fenster. Raum. Nö, gibt auch noch wahrscheinlich in die Küche oder sowas. Gibt's noch okay, aber kein Fenster nach draußen oder so. Doch, auch. Und dann. Große Fensterfront. Ich halte mich an Rafim, wo auch immer der jetzt hingeht. Ich werfe mir die Abalone mit dem Gurt über die Schulter, laden keiner Zeit und ziehe in freien Aktionen meine beiden Dolche. Okay, der Peitscher steht da immer noch unschlüssig. Bulldogs? Ja, ich hab ja. Ich hab 19, ich bin sehr dran. Genau, du darfst vorziehen. Greif mir mit der linken Hand das Bild und würde dann Jall in der gehen. Das ist in der Wand. Ein Wandgemälde. Ach so, da wäre ein Gemälde an der Wand. Nee, das ist genau, ein Fresko. Ist genauso wie in Janka. Ach so, schade. Ach, verdammt. Wir können später zurückkommen, geh. Ja, ruckst ein bisschen an der Wand und. Würde ich dann Boltax decken, falls er abholen will. Boltax? Ja, ich würde dann mit den anderen mitgehen, weil. Ja, gibt ja hier nicht so viel zu tun. Wir haben ja alles erreicht, was wir wollten. Ja, im Grunde brechen wir dann als Gruppe einfach aus. Also Abel mir seine Ortskenntnis nutzen? Er hat keine Ortskenntnis. Nicht regeltechnisch. Wir platzen jetzt vorne aus der Villa, knüppeln da, wenn da ja jemand steht, knüppeln den um und dann sehen wir zu, dass wir durchs Tor kommen, bevor irgendjemand schnallt, was abgeht. Das dann noch. Soll ich es still machen? Nein, wozu? Wir müssen uns so Fehler geben können. Soll ich es laut machen? Keine Zeit. Je unbemerkter wir da rauskommen, desto besser. Wie gesagt, wir sind im Ring im Laufen. Wir stehen nicht mehr. Kommen wir von Kapok.